Wenn wir zu den Römerbrunnen vorne links zum Steinernen Ring gefahren sind, waren auch solche Sachen. Da haben welche rechts und links am Straßen, haben sie das ausgedehnt. Mhm. Okay. Dass diese drehen, dass wenn das Auto fährt, dass wenn die CD sich drehen, dass das Funkel, dass Kapiere auf die Straße laufen. Und da war es, wie wir vom Helmut Handform waren, der total clever, der hat hier so Ausschnitte vom Autofriedhof die Rückstrahler drauf gemacht und statt die CDs hat er die Rückstrahler, weil die ja besonders stark leuchten. Besser wie die CDs. Und ich sage, wenn ihr jetzt wisst, wie das funktioniert, ist das totaler Blödsinn, weil das bringt gar nichts. Die CD bringt was. Wenn wir mit dem Auto fahren und da drehen sich CDs, das sind ja wie kleine Spiegel. Mhm. Und da geht jetzt der Strahl und das Ding dreht sich durch den Wind. Geht der Strahl und blitzt, wenn Viecher da sind, blitzt das, da sagen wir, da blitzt was. Weil der Lichtstrahl geht da so und durch die drehende CD, blitzt das und dann gehen die, die wollen ja abhalten, dass die über die Straße laufen. Und die Supergescheiden jetzt sagen, Mensch, Rückstrahler leuchten ja viel besser. Da machen wir so Rückstrahlersplitter hin. Da ist die Schwierigkeit, wenn die sich drehen, die geht ja nicht mehr bloß wieder zum Auto zurück. Da sehen die Rehe oder so überhaupt nichts. Ja, Maxi, die haben keine Ahnung von der Physik im Hintergrund. Das sind so Kleinigkeiten. Aber jetzt pass auf, diese Katzenauge, das wird, da kommt jetzt übrigens so, was ich gerade mit den Zahnrädern gesagt habe. Ich habe das von dir weggenommen. Dass das doch mal du wissen musst, was ein Katzenauge ist. Das wäre jetzt ein Katzenauge. Wenn wir jetzt einen Laserpointer hätten, wenn es finster ist, dann könnte euch das zeigen. Man kann es aber leicht, man kann das leicht demonstrieren. Wir brauchen aber bloß drei. Das sind auch drei. Ja, passt schon. Geh mal her. Geh da mal her. Steh mal auf. Kampo. Ich habe noch eine ganze Kiste voll drin. Andrea, du bleibst auch da. Wir machen jetzt mal Folgendes, Andrea. Ja, okay? Und jetzt, wenn ich jetzt hinschaue, ich behaupte, die Ecke ist genau zwischen meinen Augen knapp drüber. Ja. Wo hast denn du die Ecke? Nein, du bist rechts versetzt, Rudi. Von dir aus gesehen, wo ist das? Schau genau in die Ecke rein, wo die Ecke ist in deinem Kopf. Wo ist sie bei dir? Jetzt behauptet jeder, die Ecke ist genau hier. Er sagt, nein, ich bin in der Ecke. Nein, ich bin in der Ecke. Weil wenn du schaust, geht es in dieselbe Richtung wieder raus. Und genau das ist es genau. Du bist die Ecke. Wir sind jetzt bloß ausgedacht. Ja. Du bist eigentlich dumm. Ja. Das probieren. Ja. Das heißt, du kannst jetzt rumgehen. Geh mal lieber die Andrea, schau dir das an. Komplett. Das schau rein. Ja. Also, das ist auf jeden Fall mitten bei mir. Hm? Ja, ja. Das habe ich doch eben beweisen, du hast gesagt, behauptest du. Du musst ja mal durchgucken. Das sind in dem Saal. Und alle, die in dem Saal sind, schauen in die Wege. Und da muss ja einer in dem Spiegel, das kommt ja in den Spiegel vor, wird jede, egal wie das jetzt wird, ich bin genau in der Ecke. Ja, klar, nochmal. Entschuldigung. Von hier aus gesehen ist der woanders. Was jetzt noch wichtig ist, da kannst du hingehen, wo du willst, bist immer in der Ecke. Das, was du siehst, ja? Bist du dein Spiegel. Bist auch in der Ecke, nein, dich sehe ich nicht in der Ecke. Und Spiegelverkehr. Aber ich bin noch in der Ecke. Einen Spiegel hast. Wenn du einen Spiegel hast, stehst du dir gegenüber. Aber ich kann hingehen, wo ich will. Das Volk sagt, wenn man einen Kantenspiegel macht, dann stehst du dir gegenüber, genauso wie beim normalen Spiegel. Hast du schon mal gesehen? Aber nicht Spiegel, geh mal her. Mhm. Lass ihn das machen, weil er Fragezeichen auf den Augen hat. Oder? Jetzt kann man den unteren ganz einfach raus. Ja, habe ich schon gesehen. Oh, du musst das ich bloß grob zusammen machen. Pass auf, jetzt musst du aber in die Knie gehen. Und wenn du jetzt so reinschaust, siehst du, geh mal, siehst du den Spiegel. Das ist wie ein normaler Spiegel. Okay, aber der Witz ist, pass auf, machen wir das hier. Pass auf, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, das ist ja normal. Jetzt pass auf, jetzt stell dir vor, schau mal drüber, ich wäre jetzt dein Spiegelbild. Und jetzt machen wir, wenn du morgens so durch die Haare streichst, ich bin dein Spiegelbild, fahr doch mal mit der Hand durch die Haare. Mach nochmal, der kann ich, mach eine Hand. Jetzt schau da rein. Was jetzt passiert, wenn du da reinschaust? Jetzt machst du mal eine Nummer. Probier's da oben. Ich sag, jeder, der das macht, der schaut rein und hält inne. Was dann viele sagen,
hey, das ist ja verkehrt. Ja, ich sag, nein, das ist richtig. Schau her, das ist richtig, das ist verkehrt. Das ist aber für dich normal. Ja. Das ist für dich normal und du sagst, das ist verkehrt. Das ist schon mal ungewohnt. Wie das jetzt funktioniert, ist immer, ich sag mal, wenn was spiegelverkehrt ist, das nennen wir Minus. Wenn was nicht spiegelverkehrt dargestellt wird, nennen wir es Plus. Minus, immer eine Spiegelung an der Spiegelung macht Minus und Minus, Minus ist wieder Plus. Das ist Part 2. Jetzt wollen wir den dritten dazu machen. Das ist These, Antithese, das sind zwei Minus. Kommt jetzt die eigentliche Synthese dazu. Das ist das hier, das ist jetzt eine Kante. Wenn du da jetzt reinschaust, das kann ich so rum machen, dann wirst du feststellen, du siehst wieder bloß dich. Das ist natürlich jetzt blöd mit dem ganzen Zeug. Das ist jetzt sehr, oder das hier, das funktioniert. Moment, du hast falsch. Ja, das ist nicht voll und falsch. Wenn du jetzt wieder, ist natürlich, lass dich nicht verwirren, wenn du das baust, dass du die Kanten nicht siehst mit Oberflächenspiegel, will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil da ist ja die Spiegelschicht hinten drauf und das bricht. Es gibt aber Oberflächenspiegel, die sind sehr teuer und empfindlich, da ist die Spiegelschicht, die Glasschicht, die da drauf ist, ist ja nur Schutz und die siehst du immer irgendwo. Und bei Laserspiegeln ist dieses Ding vorne drauf und dann bricht sich das nicht und dann kannst du machen, dass du die Kante überhaupt nicht, die mit Oberflächenspiegel, wenn die perfekt gemacht sind, siehst du keine Kante und dann fällt dir das gar nicht auf, dass das tief ist. Das sind die zwei. Dann siehst du dich stehen und das ist total weg. Und wenn du da jetzt reinschaust, du hast jetzt, Moment, du bist jetzt, wenn du schaust, vergiss einmal die drumherum, siehst du dich, wenn jetzt die Kanten weg wären und das wäre der genaue Winkel, siehst du dich auf dem Kopf stehen und mach die Hand hoch, spiegelverkehrt. Genau. Okay? Ja. Weil das, du musst jetzt auf den Kopf drehen, drum ist das zwar die rechte Hand, aber wenn du dich jetzt auf den Kopf stellst, ist ja dieselbe. Ja. Kannst du dir vorstellen, ich drehe dich jetzt, weil du auf den Kopf stehst, hast du zwar rechts, links Austausch, aber wir müssen das drehen und dadurch nicht. Und jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, und das kann ich jetzt schwer zeigen, dass du die Einzelspiegel anschaust. Wenn du hier hingehst, du kannst jetzt das mittlere, das Synthesebett anschauen und kannst du, wenn jeden Spiegel siehst du dich nochmal drumherum. Ja, das heißt, du bist jetzt dreimal spiegelverkehrt und in der Synthese auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Was passiert jetzt? Wir wissen, wenn man spiegelt, wird spiegelverkehrt wieder richtig. Ein Kannenspiegel, du bist jetzt auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Und wenn ich jetzt nochmal einen Spiegel drauf mache, das ist die rote 4, der dreht das auf dem Kopf stehende wieder richtig und das Spiegelverkehrte auch richtig. Du bist da fertig, die rote 4. Das kann man jetzt arithmetisch zeigen. Jetzt, wenn du natürlich wieder deine Bibel stehst, da hast du dann in der Johannes-Offenbarung vor dir. Hä? Soll ich noch ein paar Spiegel nehmen? Nee, das passt schon. Einen Würfel vor dir ist ein gläsernes Licht. Ist alles da. Das ist in der Johannes-Offenbarung. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn ich jetzt die zwei Spiegel nehme hintereinander, dann kommt ja hier, wenn man das jetzt, wenn der zwei Spiegel so gut verstellt. Den nochmal machen, Udo. Unendlich. Ja. Das ist ja klar. Aber jedes Ding ist spiegelverkehrt. Machen wir zwei einzelne. So. Und den auch ein bisschen. Ja, Licht Moment, nein, gib mal den oben her. Gib mal einen oben her. Nehmen wir mal den mal so. So, das festhalten. Das Ding doch, das Finger weg, dass es lesen kann. Da nimmt die, das nicht bloß. Ja, genau. Okay, genau, das ist es. Okay, hast du? Ja. Jetzt pass auf, jetzt wenn ich den nehme, jetzt musst du den selber ein bisschen mit der anderen Hand. Wenn du jetzt da drüber schaust, das ist nicht, ich sehe jetzt deine Augen nicht, dann siehst du, schau auf die Schrift. Ja. Hast du es? Das ist unendlich, aber schau auf die Schrift. Kannst du es lesen? Ist jede dieser Facetten ist spiegelverkehrt. Ja. Siehst du, und das biegt sich jetzt. Ja. Wenn man jetzt den Winkel, wenn das ganz parallel ist, dann ist es unendlich. Wenn ich jetzt das so mache, biegt sich, je nachdem, biegt sich das in die Richtung. Wenn man den Winkel jetzt nehmen und ich den Winkel verfolgen, bis das zusammenfällt, wirst du feststellen, du kommst an den Punkt, der genau der Mittelpunkt ist von dem Kreis, der hier dargestellt wird. Kennst du das? Ja. Nehmen wir mal, Andrea. Ja. Lass mich hindern. Ja. Am besten du nimmst das in die Hand. Nimm das in die Hand. Das nimmst du in die Hand. Ja. Mit der Milchdose.
Und jetzt, wenn du über die Kante schaust, hast du den Spiegel, das kannst du dann gut einstellen. Ja. Und jetzt siehst du, dass jede dieser Dinge spiegelverkehrt ist. Richtig. Okay, und wenn du jetzt das drehst, das musst du jetzt von dir aus machen, ja, siehst du, dass ich dir, je nachdem, wie du einen Winkel hast, bräuchte sich das. Genau. Und wie den Winkel, wenn du das machst, geht doch das so. Ja, ja. Wenn wir die jetzt verlängern, wirst du merken, nachdem, wie der ist, ist der Mittelpunkt von dem Kreis. Kreis. Das heißt, wir sind schon in der Welt der Peripherie. Wenn wir das jetzt mit einem Eckspiegel machen, dass du feststellen, dass die... Oh, Lothar. Lothar. Was? Oh, Shelby. Jetzt geht es natürlich schon los, weil es schwieriger wird zum Darstellen. Wenn jetzt das Ding baut auch einen Spiegeltunnel auf. Ja. Wenn jetzt das ideal wäre, ist das ja wie ein normaler Spiegel, bloß dass du mit Spiegel verkehrt bist. Dass hier was Eigenartiges, wenn wir das jetzt machen, soweit man das hier sieht, ist es dann das, Lothar. Das ist nicht schwierig. Sorry. Das ist ein bisschen umdreht. Das ist jetzt blöd mit der Milchdose. Dass du Folgendes feststellen, soweit, wenn du drüber schaust, soweit du das jetzt realisieren kannst. Ja. Ah ja. Dass du feststellen, wir wissen ja, die erste ist einmal spiegelverkehrt. Ja. Aber richtig. Jetzt ist der nächste, der kommt, ist wieder spiegelverkehrt. Der ist nicht spiegelverkehrt, der ist spiegelverkehrt. Das heißt, ich habe jetzt plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus. Ja. Und du hattest auf die Baum geschrieben, vor dir ist ein gläsernes Meer. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Das ist, erscheint eine Vorstellung vor dir, die in dir drin ist, weil du ein Divisionalbewusstsein bist. Du teilst dich selber. Wenn du jetzt hier Katzchen, wenn ich immer sage, sind lauter Katzchen da. Boah, sind das viele Katzchen. Wie sieht es jetzt aus, wenn du die Katze, wenn du der Geist bist, der sich selber vervielfältigt? Und jetzt gehen wir eine Dimension höher und da sehe ich, da ist nur einer. Und wenn ich jetzt da zwei Katzen habe, das, was der sieht, ist die Visionen von ihm selber, die von uns sind, alle in ihm drin sind. Was da aus nichts sind. Das könnte man noch viel genauer machen. Okay, ja? Wenn wir jetzt die drei machen, kann ich ja auch, habe ich ja auch das. Und dann passiert was ganz was Irres. Wenn du die einzeln siehst, du hast dich jetzt erst auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Wenn man jetzt das aufbaut, du kannst jetzt in die einzelnen Spiegel sehen, da bist du natürlich nur gespiegelt. Ja. Und wenn ich jetzt das drehe, dann wirst du feststellen, du bleibst absolut statisch, auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt und die drei gespiegelten Köpfe um sich herum drehen sich wie Zahnräder um dich herum. Wie in einem Kaleidoskop. Ich habe euch doch einmal geschickt, ja, ich bin bloß ein Zahnradl, das sich um sich selber dreht. Wie in einem Kaleidoskop. Kannst du dich erinnern an das Lied? Nee, aber... Ja, doch. Ja, nee. Wie in einem Kaleidoskop. Ich bin nur ein Zahnradl, das sich selber dreht. Hm? Und da kommt dann aber auch übrigens das Wort Ecke. Ich stecke in eine Ecke. Das alles wissen die Leute, die solche Lieder machen und so. Ja, ja. Jetzt ist es natürlich, dass der Mose die berühmte Stelle, ich reiße mir als Mose den Arsch auf für die Deppen 40 Jahre durch die Wüste, wo ist immer wieder ein Scheißbaum. Und jetzt kommt ja das gelobte Land. Und der Mose ist der Einzige, der nicht das gelobte Land darf. Und das ist natürlich die Biologie, ist da total verzweifelt. Er, der die aus Ägypten rausführt und alle davon, und er darf nicht in das gelobte Land. Wenn wir uns die Stelle im hebräischen Original anschauen, da heißt es in der deutschen Übersetzung, du Mose, du darfst das Land überblicken, aber du wirst da niemals hineinkommen. So übersetzt es Luther, du wirst nicht hineingehen. Wenn ich jetzt aber das im Original lese, da heißt hier wirklich bereitig. Das ist B, Rei und dann D-I-Kaff. Jetzt musst du wissen, D-I-Kaff, die machen das Kaff hin als dein, aber das heißt Mitte. Das ist die Mitte, das hebräische Wort für Mitte. Berei, das heißt in der Spiegelmitte. Da heißt, er sagt eigentlich, Gott sagt zu Mose, Mose, du bist jetzt in der Spiegelmitte. Du kannst das ganze Land vor dir überblicken. Du aber selber wirst da niemals hineingehen. Da gehen in ihre Traumwelten, gehen bloß die Deppen rein. Das heißt, das ist gerade das Gegenteil, was die wieder sagen. Weil du in die Welt gar nicht reingehen kannst, weil die in der Spiegelmitte in dir selber ist. Ja. Ciao. So sieht es aus. So, jetzt habe ich euch erzählt, was der Schöpfer der Sachen sich dabei gedacht hat. Na gut, also ich habe ja auch noch... Die Wunder. Ich habe auch noch den Tetraeder dabei, den könnten wir auch noch aufbauen. Aber und ich sage jetzt, das Ganze kann man ja jetzt arithmetisch darstellen, was ich jetzt in Bildern darstelle, aber dass ich die Stellen, Hüben sind drei, nochmal Hohenzollern, immer das Geheimnis und der Vorhof.
ja, ist in der Mitte des Tempels. Ja. Jetzt, wenn ich nämlich das in die Tetraeder mache, sind ja drei Hüben und drei drüben. Das heißt, jetzt das, wenn wir jetzt da nochmal einen zweiten und übereinander schieben, kriegst du ja diese zwei Tetraeder, der Tetraeder, den wir uns denken, und der dazugehört die andere Seite. Das ist dann dieser Kristall. In der Esoterik, meinst du, das eine Esoteriker, die Bilder jetzt, wir denken uns jetzt, dass irgendwelche esoterische Bildchen oder was ins Internet stellen. Es stellt nichts und niemand was ins Internet, sondern das Internet ist dein eigener Geist, den du durch die Visionen, die Öffnung deines Intellekts erzeugt in dir Visionen, und das sind Teilungen. Der eine Geist, die 200 Gramm rote Gnede, die teilt ihre Oberfläche aber immer so. Es bleibt immer null. Und erst interessant wird es, wenn du immer bloß eine Seite anschaust, mit dem Bewusstsein, dass die andere auch da ist. Aber ich kann die ja nicht sehen, wenn ich plus minus ist immer null. Das heißt, die Bewegung der Wasseroberfläche in einer Badewanne, die ich in Bewegung setze, ist arithmetisch, bewegt die sich eigentlich gar nicht. Weil alles, was auftaucht, und ich mache doch immer so. Interessant, diese Evolution, Revolution. Wenn ich es so mache, es taucht was auf und es verschwindet, es taucht was auf und es verschwindet, habe ich schon wieder dieses Gefühl. Mhm. Wenn ich es aber so mache, sehe ich, in dem Moment, wo was auftaucht, geht was unter. In dem Moment, wo ich was ausstoße, ziehe ich was ran. Und jetzt ganz einfach, denk dir 200 Gramm rote Gnede und die formst die um. Und jede neue Form, die du der Gnede gibst, zerstört komplett augenblicklich im selben Moment die bestehende Form. Jetzt schau in Rudi Arninge. Wo war das vorher? Wo warst du, Rudi? Wo ist jetzt der Udo? Wo ist jetzt der Udo? Nicht in mir. Verstehst du? In mir. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jeden Blickwinkel, den du veränderst, zerstört den bestehenden Blickwinkel. Jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Ja. Und es kommt aus dir und fällt wieder Evolution, Revolvere. Das ist der Raum, der gar kein Raum dreidimensional ist, weil das Spiel passiert in diesem Arrangement ein bisschen, das sind Illusionen. Und drum, nur deshalb sind jetzt diese ganzen Sachen, die Computer und das Zeug in deiner Welt, dass du immer wieder einen Schritt mehr über dich selbst erfährst. Mai, bin ich gescheit. Hast du gehört, was ich jetzt gesagt habe? Dass du Geist selbst immer mehr über dich selbst erfährst. Über dich mehr. Jetzt kann ich das mehr natürlich, wir haben ja He, kann ich M-E-E-R schreiben oder M-E-H-R schreiben. Aber wenn ich M-E-H, ich kann M-H-H-R schreiben. Wenn ich M-H, die He, zwei He, die zwei E aus dem Wort mehr, mache ich zwei He. Und wenn ich M-H schreibe, dann heißt es was. Und H-R, die wahrgenommene Berechnung, heißt Berg. Was sind eigentlich diese Wellenberge? Das ist mehr. Ja gut, gut, Udo, du stellst das jetzt für uns verständlich dar. Ich hoffe. Als, ja, als Oberfläche des Meeres. Aber das ist immer wieder Kontrast. Ich habe immer wieder gesagt, die Wellen selber. Schon, pass auf, wir haben im Hebräischen haben wir mehrere Wörter für nichts. Vier Stück. Das ist einmal El, heißt nichts. Ich mache jetzt El, ist 1,30 und 30 1, le. Wir können auch Al und La sagen, wie man es vokalisieren. Weil wir das A haben vorne, dass du alle Vokale annehmen kann. Das sind zwei verschiedene Nichts. Das eine El oder Al, 1,30, heißt Gott. Aber eigentlich heißt es das dann mal nichts. La heißt auch nichts. Und das erkläre ich schon, das sind jetzt zwei Nichts. Wir denken uns jetzt mal etwas aus, einen Apfel. Und den machen wir jetzt immer kleiner, solange bis er unendlich klein ist. Und wenn er unendlich klein ist, ist er nichts mehr. Das heißt, das, was wir uns vor uns aufgebaut haben, fällt wieder in ein unendliches Nichts, eine Implosion. Ich kann auch sagen, ich nenne den Apfel und da denke ich mir jetzt Atome. Und die streue ich auseinander, ich lasse den explodieren. Aber jedes Atom, jedes Teilchen in sich selber, wie beim Sternwerfer, explodiert auch, bis sich das in ein unendliches Vielfalt zerstreut, das ist auch nichts mehr da. Das heißt, ob ich was unendlich explodieren lasse, in unendlich viele Teile, oder unendlich viele Teile implodieren lasse, in ein absolut, also eins macht eins ist, das sind L und L, das sind die beiden Nichts. Und dann haben wir noch I, also 1, 10 heißt auch nichts. Was übrigens zusätzlich noch Insel heißt und wo. Wo ist interessant? W, doppelt aufgespannter Augenblick. Was ist jetzt eigentlich eine Insel, wenn wir uns jetzt denken, Gott wirft, er ist ja nur Wasser. Rotes Wasser ist Geist. Gott wirft in sich selber einen Wellenbach auf, ist doch wie eine Insel aus Wasser, die eine Erhebung ist in sich selber.
Das ist, das hätte jetzt aber den Luftballon brauchen, dann könnte ich es zeigen. Den Luftballon kann man schön, wenn die erste Sache mit dem Luftballon Max ist, der Luftballon, wenn man die schönste Beispiel ist, der Luftballon mit Punkte drauf. Ja. No. Der ist schön. Aber ich werde doch gerne auf eine andere Metapher ausgegangen, auf ein anderes Gleichnis. Was du meinst. Aber was das dann mal wichtig ist, dass jeder Punkt auf einer Sphäre, weil eine Kugeloberfläche nennt man ja Sphäre. Ja. Und da kommt jetzt die erste Verzerrung, weil die Kugeloberfläche, denkst du, erfordert ja einen dreidimensionalen Raum. Dreidimensionales Unendlicheck. Die Schwierigkeit ist bei einer Kugeloberfläche, dass ich die in Wirklichkeit gar nicht gibt. Pass auf, das ist das sogenannte... In Wirklichkeit nicht, aber ich kann sie real machen. Als Ding ist es schon Kugel, wenn du Kugel denkst, ist es schon real, weil real ist ja bloß ein Ding. Aber Dinge sind immer zuerst einmal was Ausgedachtes. Es spielt dabei keine Rolle, ob du dir was feinstofflich aus dir, aus der Einheit heraus denkst. Aber was wichtig ist bei einer Sphäre, wenn wir jetzt eine Kugeloberfläche nehmen, ich sage immer wieder, in der klassischen Astrologie haben wir jetzt erst einmal unsere Länge und Breitengrade, habe ich so oft erzählt, da haben wir Norden, Süden, B-Rei im Spiegel. Und wir haben hier Längen- und Breitengrade. Und wenn da wird der Punkt angegeben, auf welchem Punkt der Kugeloberfläche der Sphäre wir uns befinden. Habe ich so oft gesagt, Weißenburg ist jetzt zum Beispiel relativ definitiv. Wenn du das bei Google eingibst in die Koordinaten, ist es ziemlich genau 11% Ost, 49% Nord. Grad. Bin durcheinander. Not. Okay. Und jetzt ist es also so, was jetzt hier fällt. Du hast zwei Angaben. Und zwei Angaben, ich bin jetzt im Zentrum dieser Erdkugel und ich denke mir, der 0-0-Meridian und dann gehe ich hier 49 Grad nach Osten, 11 Grad nach Osten und 49, etwas Grad, dass ich mir jetzt im Fliegenstand. Der Witz ist, wenn ich zwei Angaben mache, bin ich immer noch in der Mitte, weil das momentan erst eine Richtung ist. Wenn ich dreidimensional denke, muss ich mir die dritte Angabe machen und erst dann bin ich da. Ja. Die zwei Angaben bin ich immer noch in der Mitte. Okay, das ist nur eine Richtung. Und die dritte Angabe setzt mich erst an die Oberfläche. Ja. Die wird aber stillschweigend vorausgesetzt als diese berühmte Kugel. Erdradius. In der Astronomie macht man denselben Fehler, wenn man von der Erde ausgeht als Zentrum, wenn die Gestirne auch mit Graz angehen und dann nimmt man dann die Erde als Punkt an. Ja. Noch schöner ist es, wenn man jetzt in die Gravitation kommt, die Gravitationsgesetze, man springt da schon vom Punktmassen. Von was? Punktmassen. Punktmassen. Das ist immer die klassische Formel, wenn du die Gravitationskraft ausrechnest. Das ist schlichtweg und einfach das Formelzeichen F, die Kraft. Die Kraft ist immer, jetzt lassen wir die Beschleunigungswerte weg, sondern zwei Körper, unterschiedliche Massewerte ziehen sich an. Unterschiedliche Körper ziehen sich an und wie stark die sich anziehen, hängt von der Masse der Körper ab und vom Abstand der Körper. Die Formel sieht folgendermaßen aus, wir Physiker sagen dazu, F ist gleich G, das ist die Gravitationskonstante, mal M1 mal M2 durch den Abstand der Massen. Also je größer die Masse, umso mehr ziehen die sich an. Und darum ist jetzt das Erste, du musst begreifen, am einfachsten so das Masse nicht genau. Das, was du Gewicht nennst, ist nochmal was anderes. Das heißt, 100 Kilo Masse auf der Erde und 100 Kilogramm Masse auf dem Mond, da wissen wir, dieses Berühmte wird wesentlich leichter, weil der Mond weniger Masse ist, die 100 Kilo bleiben 100 Kilo und wenn wir den einen Wert verkleinern, haben wir weniger Andruckkraft. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn wir das Wort Gewicht nehmen, 100 Kilo auf der Erde sind wesentlich schwerer wie auf dem Mond. Darum schweben wir, so wird ja alles leichter. Das ist aber alles Physik, das ist logisch, weil die Wissenschaft meint, sie hat die Naturgesetze da außen erforscht und das musst du rumdrehen. Die Naturgesetze in einem Traum sind abhängig von den Formen, die du den Traum aufmachst in dem Cyberspace. Masse selber ist überhaupt noch kein Gewicht, sondern eine Masseangabe und Gewicht entsteht dann erst, wenn Kraft oder Beschleunigung auch im Zug, wo man fährt, die Beschleunigungskräfte, das ist ja hinreichend alles bekannt. Aber jetzt, dass in dieser Formel die Masse als Massepunkte bezeichnet wird. Weil der Abstand, die Masse, es wird immer punktförmig angenommen. Okay, wir haben jetzt die Masse der Erde in einem Punkt. Und in dem Moment, wo du dich auf der Erdoberfläche befindest, ist ja die Masse deines Körpers wird auch als ein Punkt gesehen. Und jetzt ist zwangsläufig der Abstand zwischen diesen zwei Massenpunkten, ist jetzt wieder der Erdradius. Lichtstrahl. Kein Lichtstrahl. Pass auf, nochmal. Zwei Massen. Der Abstand der Massen plus
die Masse selber. Wenn zwei Massen sich anziehen, die Kraft, die dann die angezogen wird, hängt einmal von der Masse, wie groß sind die Massen, die einzelnen, und wie groß ist der Abstand. Ja. Das heißt, wenn du jetzt 100 Kilo schwer bist, musst du dir vorstellen, du bist der Punkt. Mhm. Und die Erde ist ja auch eine Masse. Ja. Ein Punkt. Der Witz ist, du bist ja mit der Erde in Berührung, aber du musst dir jetzt die Masse der Erde auch als einen Punkt vorstellen. Mhm. Und da du jetzt genau den Erdradius weit von dieser Punktmasse Erde weg bist, ist der Erdradius der Abstand zwischen der Erdpunktmasse und den Körperpunktmasse, ja, die du sagst. Und dieser Abstand ist, macht die Kraft, mit der du auf die Erde angezogen wirst. Also das kannst du nur, den Abstand in dem Fall, kannst du nur berechnen, wenn du die Erdmasse als einen Punkt siehst, von der du dich im Radius der Erde weg befindest, was du ja eigentlich in Kontakt bist. Jetzt haben wir wieder dieses Ping. Ja, ja, weil du schon wieder was dir auseinanderdenkst, was du gar nicht trennen kannst. Ja. Erde wiederum, das Wort, deutsche Wort Erde, hebraisiert Idee, heißt erwecktes Wissen. Mhm. Du kannst den Geist, der Wissen in sich erweckt, nicht von dem, was du Geist in dir erweckst, trennen. Das heißt, du würdest dann Gedanken, den du denkst, wegmachen, aber dann ist der Gedanke ja nicht mehr da. Der ist niemals räumlich oder zeitlich woanders. Da stecken jetzt die Formen, sind da mit drin. Jetzt kann man natürlich da wieder dieses Wort normalerweise auch in deutschen Physikbüchern, steht da G, also F, die Kraft, ist die Gravitationskonstante, Formel zeigen G, mal M1 mal M2, und in deutschen Büchern steht durch R Quadrat, das Quadrat habe ich vergessen, durch R Quadrat, und das, dieses R Quadrat ist nicht der Radius, sondern dieses R steht für Abstand, dieser zwei Ms, dieser zwei Massen, über dem Bruchstich. In amerikanischen Physikbüchern steht nicht für den Abstand nicht R Quadrat, sondern D Quadrat. Ist einfach, ist halt, okay, ich sag, das hat natürlich auch einen Sinn, weil interessant wird jetzt das, wenn wir das durchspielen. Wir setzen für das G die 3 und für die 2M, ja, Masse 1 mal Masse 2, setzen wir 40. Ja. Und uns setzen wir jetzt das R als 200 beziehungsweise als 4. Einfach mal durchspielen und ausrechnen. Und dann wirst du feststellen, wenn ich dir das erkläre, haust du wieder voll den Vogel aus. Da sagst du wieder, wie geil ist das denn? Aber das, jetzt merkst du schon, jetzt ist bei dir, jetzt wird schon heftig. Und ich sage, darum wiederhole ich immer diese Kindergartengeschichten, weil das musst du gar nicht wissen. Das ist ja immer, wenn ich sage, wenn ich früher Physiker oder was bei mir da gehabt habe, die sind immer kleiner geworden. Das immer, Marian hat immer gesagt, die sitzen auf der Schulbank wie die Schulkinder, mit solchen großen Augen und Ohren. Und dann kommt natürlich, dass ich gleich mal sage, du musst jetzt das nicht machen, weil du nur Ärger kriegst. Später gibt es Kreises, was das Kreis ist, wo ich sage, bei meinen Lehrern, die sagen ja, dann lehre ich ja was Falsches. Ich sage, nee, du machst einfach das, was deine Rolle soll. Als Schauspieler spielst du ja vielleicht irgendeinen Arsch oder einen Mörder, obwohl du keiner bist. Und es ist nicht die Aufgabe, dass du die Rolle veränderst. Nein, du tust du. Nicht die vergängliche Erscheinung, die Maske, die Persona. Geistiges Wachstum ist ständige Gestaltveränderung. Und ich betone dann immer wieder, Geist ist nichts und alles, der kann eigentlich nicht wachsen, in einer Form von größer werden. Geist ist Energie, und wir Physiker wissen ja, Energie kann weder vermehrt werden, weil die ist schon alles, und die kann nicht vernichtet werden, was ja auch nichts ist. Das ist L und L. Das ist die L. Oder Ala. Die 1, 30. Al ist dieser eine Punkt, der in sich ist, und La ist das, das ist Gott. Der ist nichts und alles. A-La. Stimmt? Und dann kann man das Haar hin noch dranhängen, das ist die Wahrnehmung, die rausspringt. Aber wir können das Ganze auch Buddha nennen. B-U hebraisiert heißt in ihm. Dann gehört okay. Buddha aber mit 2 T geschrieben. Moment. Bu, dann gehen wir da drinnen. Bu in ihm. Das D kann man noch machen, und das da jetzt rein in der Aussprache heißt das Wissen. D-A, geöffnete Schöpfung. In ihm ist das. Das ist immer, das passt dann in allen Sprachen, egal welches Wort, wenn dieselben Lautwesen sind, ist über die Vordersprache, wird dieses Dochaim, diese Schöpfungskräfte, diese Elementarkräfte, die werden freigesetzt, und darum ist irgendein Wort in irgendeiner Sprache, wenn das gleich klingt, ist in Ansätzen, das haben wir gerade schon gesagt, mit KK, mit C, die Lautwandlungen, wo noch sind. Da gibt es zum Beispiel doppelte Buchstaben und einfache Buchstaben. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt einmal schaust, das D kann ich ja weich und hart aussprechen, dann das P und das F, was im Hebräischen ja nur ein Zeichen ist, mittags schon ohne PH-Foto, denk an Foto, schreibe ich jetzt das mit einem F oder mit einem PH?
Dann kann man wechseln, ganz kritisch ist das G, das C. Im Lateinischen habe ich schon gesagt, das C ist das dann mal zahlentechnisch Aleph, Bet, Gimmel, Gamma ist der dritte Buchstabe. Wir haben ABC, also entspricht das C zuerst einmal dem G, Gimmel, Gamma in der Zahlenfolge, wenn wir es so sehen. Im Lateinischen wird das C in einer Lautwandlung einmal zu einem Z, Zentrum, aber auch zu einem K, Faktum, C als K ausgesprochen. Das K wiederum ist ein K, ein harter G-Laut, hinten Gurgel, K, Gurgel, hat was mit der 70 zu tun. Darum ist die 70, und jetzt kommt eine Erklärung, wird in etlichen Worten, das habe ich in Gematrie-Explorer, ist das gar nicht drin, diese 70, jetzt, wenn ich jetzt sage, das Ayin, sage ich Ayin, Oin, die Ivri zum Beispiel, die Hebräer, beginnt ja mit einem I, vorne das I ist ein 70. Immer dran denken, das eigentliche 70 ist nur I, ist hin, A, E, I, O, das ist der zweite lautlose Wert, wo ich gerade erklärt habe. Und es gibt im Hebräischen zum Beispiel, wird die 70 in einigen Wörtern mit G ausgesprochen. Sofort überall, das ist zum Beispiel Sodom und Gomorra. Gomorra schreibt sich 70, 40, 200. Das ist vorne ja 70 und wird Gomorra ausgesprochen. Mhm. Das ist das, was ich gerade gesagt habe hier. Das ist ein G-Laut. Das ist ein G-Laut, Gomorra. Und ich habe da gesagt, das G ist hinten die Schnurgelöffnung. Ja. Da schwingt es noch mit. Wird ja kein einziger Jude und Sprachforscher, die können zwar im Gesenius steht schon drin mit Gomorra, dass das 70 auch manchmal als AG ausgesprochen wird. Warum, wissen die nicht. Auch in der Phonetik, wenn wir jetzt das tiefer anschauen, es ist so, Holofilling setzt alle Wissenselemente, die oberflächlich betrachtet, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wieder zusammen, weil alles, was du dir ausdenkst, hat eine Quelle und das ist erst einmal der sich's ausdenkt. Aber ich kann mir ja viele Leute ausdenken, die sich was ausdenken. Dann sagst du, bist du die Quelle für die vielen Leute, die sich was ausdenken. Hm. Jetzt kommen diese vier roten Ichs sind jetzt wichtig. Hm. Natürlich gilt es nur, wenn du mich jetzt hörst. Die Frage, Andrea, ob der Kammer mich jetzt auch hört, den du dir ausdenkst, ist ganz leicht zu beantworten. Gedanken von dir hören nichts. Außer du denkst dir, dass der das hört. Dann wird es so für dich erscheinen, als wenn er es hört. Aber es bleibt trotzdem ein Gedanke von dir, der kann nichts hören, der kann nichts spüren. Wenn ich mir so hau dir mit dem Hammer auf die Hand, garantiere, deine Hand spürt überhaupt nichts. Nein, gar nichts. Und wenn du Zahnschmerzen hast, hat deine Zahn keine Schmerzen. Und wenn du Kreuzschmerzen hast, hat dein Kreuz keine Schmerzen. Der Einzige, der es erlebt, ist der, der sich's ausdenkt, der Geist, der träumt. Also Mitleid ist unendlich sinnlos. Ja, absolut. Mit wem willst du mitleiden, Campo? Mit dem Campo? Du kannst nichts an den Campo. Der ist doch schon weg, wenn ich hier dran denke. Mir geht es am allerbesten, wenn ich nicht an den Campo denke. Glauben wir es mal. Das ist jetzt kommst du langsam, dass ich immer wieder sage, wenn du bist, ist wie mir der Udo Marsch vorbei. Aber hundertprozentig. Ja. Wenn kannst du kannst schreddern den Campo, da passiert der, gar nichts. Wenn der du zu sein glaubst, für dich bloß ein Promille, sag ich immer, ein Tausendstel so wenig, wenn du dich selbst, das, was du zu sein glaubst, bloß ein Tausendstel so wenig wichtig nehmen würdest, wie ich den Udo unwichtig betrachte, hättest du überhaupt keine Probleme mehr. Damit will ich dir sagen, dass ich mich noch tausendmal unwichtiger betrachte, wie du überhaupt in der Lage bist, dich als unwichtig zu betrachten. Und jetzt schau mal in deinem Alltag, wie wichtig dir das da noch ist, das am Leben zu halten, dessen Wünsche, wie sehr bist du bestrebt, die Wünsche von dem zu erfüllen, der du zu sein glaubst. Ja, und du hinter dieser Maske, du wirst dich noch wundern, wo du hinkommst, wenn du permanent an dem, was du zu sein glaubst, rumnudelst. Hatten wir doch, hast du noch dabei gestern Abend, ne? Du nörgelst. Ich sage immer, die Programme sind einfach nur anschauen, wenn ich jetzt an meine Marion denke, wenn ihr euch vorstellt, dass die manchmal leidet ohne Ende, ich ziehe es dann immer wieder hoch, ist jetzt kein Witz, sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie fett ist. Um Gottes Willen. Ist die nicht krank? Das ist kein Witz. Wenn ich kokettiere jetzt nicht. Und jetzt ist natürlich immer wieder, wie ich da früher mal gesagt habe, hier, sie wächst man ideal entgegen. Wo sie jetzt keine Probleme hat, ist mehr mit ihren grauen Haaren. Aber ich werde dann immer sagen, du mit deinen Hühnchenflügelchen. Die ist ganz nur, die muss immer ansehen, weil ich heute jetzt so ein Flügelchen kriege. Genau. Das ist immer wie Chicken Wings. Und nur, hat sie hier ganz, ich muss jetzt, wo ich sage jetzt, ich habe ja die das erste Mal seit 20, 25 Jahren, hat die extra
das Kleidchen geholt gestern. Ich habe die seit 20 Jahren nicht in einem Kleid gesehen. Mhm. Aber das Interessante ist, dann sagt sie, ja, ich muss ich aber Jacke drüber anziehen, dass man meine Fliegen sieht. Ja. Ich sage, mein Fräulein Eitelkeit, wie kann man sich so quälen? Verstehst du? Und das ist aber jetzt, wer keine Schuld hat, war für den ersten Stein, Karin. Nein. Sehe ihre Probleme möchtest du mal haben, oder? Guck, bei meiner Niere, bei der Frau, ja, die. Deiner Niere? Bei meiner Niere, sorry jetzt, ja, okay. Die hat ja 87 genau wie der Campo einen schweren Autounfall gehabt. Ja, und lag anderthalb Jahre im Streckverband, also alles war kaputt. Also, ja, und das nennen wir übrigens Sott. Polytrauma. Sott. Sodom und Gomorra. Gomorra hatte ich gerade gegen Genau. Auf ein. Sodom schreibt sich S, also 60-4-40. Sodom. Sott. Jetzt machen wir zuerst die ersten zwei Buchstaben. Ja. SD 60-4 rot gelesen, hast deine Raumzeit gehört. Das M am Ende als Suffix hast du ihre auf Bezug auf Männer raumzeitliche Öffnung. Wenn wir in Langenscheid aufschlagen, wir schlagen zuerst einmal Sott auf, ist das erste, was da steht, ist ein Block. In Klammer steht dahinter Folterinstrument. Wenn du auf den Block gespannt wirst, dann wirst du zerrissen in Teile. Du wirst meistens gevierteilt oder wirst du zerrissen. Das ist ein Folterinstrument. Übrigens, das Wort Block ist was ganz Interessantes. Das ist, denke mal, einen Notizblock. An einen Häuserblock, das ist jetzt genau das Gegenteil von einem Continuum. Das ist schon ein Chat, ein Notizblock, aber ganz bewusst, der aus Filmblättern besteht. Ein Häuserblock ist ein einziges Haus, aber ganz bewusst keine Kollektion, keine Blackbox innen, sondern aus Filmwohnungen besteht. Das ist, du wirst in Stücke gerissen. Wo du die einzeln ausdenkst, obwohl die Filmteile eigentlich ein Ganzes ergeben. Nächster Punkt 2 ist eine Schiene, in Klammer medizinisch, zum Richten eines Beruch. Genau. Beruch ist wieder im Geist. Auch die vier Weltgag-Enten. Das ist ja dieses Hyp 3 und drüben 3. Ja. Das ist natürlich interessant, wenn wir zwei Tetraederspiegel haben. Diese vier Ecken, vier Weltgag-Enten, Gag, das Ausgedachte, kann er in vier Ecken reinschauen und zu jeder Ecke kann immer gegenüberliegen wieder eine Seite. Jetzt schau mal, die Ecke. Damit Sie es einzeln sehen, die Ecke hat immer gegenüberliegend wieder eine Seite. Jetzt Spiegel, das habe ich mir gesagt, ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke, mache eine Ecke, kriege ich einen Bogen. Zwei, das hier macht jetzt das Gesichtsfeld. Das ist die VR-Brille, das Symbol. Man muss einfach wenn folgen. Und jetzt ist es also so, wo war ich bei Sodom, bei der Schiene. Ski ist ja das Geschenk. Und jetzt habe ich, wenn ich dich in vier Teile teile, wenn ich jetzt diese vier Teile aufklappe, wo ich schon gesagt habe, wir machen jetzt mal den Einheitskreis, haben wir vier Quadranten. Und das Interessante, dass das Plus-Plus eigentlich das nicht denkbar ist. Du hast diese, was du jetzt siehst, diese, Antithese, Synthese, das ist das, wo wir gerade reingeschaut haben. Und du selbst bist die rote Vier, die das zumacht. Das wird jetzt nämlich interessant, wo ich doch auch in Videos habe, wo man jetzt zum Beispiel im Einheitskreis kann ich jetzt die eine Ecke rausschneiden. Das Plus Plus gibt es nämlich nicht. Plus Plus ist nicht denkbar. Und jetzt klappt man das einfach zusammen. Und wenn du in die Ecke reinschaust, hast du ganz was, diese Raumecke, wenn das flach ist, hast du praktisch einen Kreis mit 360 Grad, der eigentlich aus 92 Grad Ecken besteht. Durch das Umkippen, durch die Tiefe kriegst du Verzerrung. Was, es klingt sehr kompliziert, lass einfach stehen. Wenn du abstürzt, kann ich die Erklärungen dazugeben, das muss dich bloß interessieren. Und jetzt ist es das, die rote 4 heißt ja geschlossen. Dalet. Die blaue heißt geöffnet. Du hast diese Antithese, Synthese vor dir und du selber bist jetzt die rote 4, die das abschließt. Ja. Aber der Witz ist, was mir jetzt im illusionären Raum, würdest du jetzt da drin stehen, in diesem Tetraederspiegel, und du schaust in diese Ecke rein, hast du ja hinter dir, in dir selber, die Illusion, ich sage immer bei der normalen Kante, in deinem Extern. Wenn ich jetzt so den Kantspiegel, wo wir haben, und du wärst jetzt der Spiegel, dann hast du hier ein D-Dreieck. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem D-Dreieck, habe ich gerade erklärt. Wenn ich jetzt das D mache, ich zum Beispiel in der Physik im Nullpunkt Gottes, mache ich das D im Wort Dreieck, mache ich das griechische Großbuchstaben D. Das griechische Delta ist ja gematrisch die 4. Dass sich da irgendwann einmal fragt, wieso ist der griechische gematrische Buchstabe 4 als Großbuchstabe ein Dreieck, aber eine Seite ist
Da ist die vierte dran, die man nicht denken kann, genau, das ist für die Rode 4. Genau. Und das sind alles keine Zufälle. Wussten die das damals, die das festgelegt haben? Du wirst irgendwann mal aufhören, in der Vergangenheit hat gar keiner was gewusst. Ja. Ich denke mir was in die Vergangenheit, wo ich noch nicht weiß, wieso ich mir das jetzt in die Vergangenheit denke, weil ich meine, was ich mir in die Vergangenheit denke, war in der Vergangenheit schon, bevor ich es mir gedacht habe. Ja. Und ich sage, solange du so ein geistloser Narr bist und felsenfest davon überzeugt bist, dass eine Gedanke, eine Information, die jetzt hier und jetzt in deinem Kopf, roten Kopf ist, weil du ihn denkst, diese Information, die nur deshalb ist, weil du sie denkst und genauso ist, wie du sie dir denkst, dass die unabhängig von dir auch dann da außen ist oder in der Vergangenheit war, wenn du sie nicht mehr denkst oder schon da war, bevor du sie gedacht hast, das ist Materialismus, ist die komplette Entgeistigung des Geistes, der mich jetzt ausdenkt. Und so rede dir ja nicht ein, dass ein Udo schon vor dir da war oder nach dir kommen wird oder auch noch dann da außen rumläuft, wenn du nicht mehr denkst, dann wird es für dich so sein. Aber ich habe ganz klipp und klar gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. In den Kopf von dem, zu dem ich jetzt sage, wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, weil jetzt sprechen wir mal dem ausgedachten Udo eigenes Bewusstsein zu, dann denkt er ja jetzt an dich. Auch wenn ich jetzt bloß ein Pixelmännchen bin, ich denke mir jetzt den aus, der vor mir da sitzt, und du denkst dir Pitzelmännchen aus. Und das ist immer wieder, wo spitzt sich das Ganze ab? In einen Kopf, wo die zwei ausgedachten Köpfe zusammenfallen. Das war mal sie, das bist du. Und das ist genau genommen in der Spiegel. Selber. So habe ich dann, wenn man spiegelt, immer vorm Spiegel, wenn ich sage, sobald du an was denkst, baust du in dir die eine Hälfte, die Gedankenwelle auf. Und was im Spiegel abläuft, hinterm Spiegel gibt es ja nicht. Das, was im Spiegel ist, entsteht dann auch Form. Vorm Spiegel. Und das ist dieses Ausgedachte, setzt sich jetzt. Der Mose geht in das Land nicht hinein, du kannst in den Spiegel nicht hineinlangen. Und da wird es natürlich jetzt ganz interessant, dass du jetzt merkst, dass du überhaupt in keinen Raum reinreden kannst, weil ein Raum ja nur ein Traum ist. Du kannst dich da reindenken, aber selber nicht hineingehen, sondern das ist das, was dich umhüllt. Jetzt denk wieder, was ich heute schon angesprochen habe mit den 13 Billardkugeln. Das ist einer und 13 sind drumherum. Der 12, Entschuldigung. Der eine, der 13 in der Mitte und die 12 drumherum, das ist die Umhüllung, das, was dich aufblühen lässt. Und da habe ich jetzt gesagt, wenn wir die 13 aufaddieren, ist das 91 und jetzt bräuchte ein Gematrie-Explorer und dann können wir nicht nur den 91 als den äußeren Wert 91, die Geburt einer Schöpfung anschauen, sondern da wird es jetzt interessant, wenn wir jetzt die Abbaschwerde noch anschauen von der 91, was da passiert. Ja, da kann man ja alle Worte nehmen, mal die 91 als Wert. Habe ich ja gesagt. Ich habe gerade, Lothar, ich habe gesagt, das Erste, was du machst, du gibst äußeren Wert 91 ein und nachher kannst du das lesen, was da passiert. Okay, dass ich dir das jetzt alles erkläre, das steht dann drin, alle Wörter mit 91 und dann machen wir mal die Grundradix 90, 1, 190, kann man ja spiegeln. Und dann alle Werte durch. Dann kriegst du das dann alles im inneren Wert, alles im äußeren Wert. Und du wirst dann merken, dass du wieder diese Werte. Und es stimmt, wenn dein Geist das versteht, wie es funktioniert, was du meinst, egal was du anschaust, es ist ein kleines Stück, da ist nichts, was nicht passt. Nichts, was nicht passt. Und dann kann man natürlich, wo ich immer noch sage, ist jetzt eine Spielerei, weil richtig heiße, erst wenn wir in Sanskrit gehen, da haben wir nämlich mehr zeigen, das ist feiner aufgelöst. Ja. Aber muss dich überhaupt nicht interessieren. Du, da habe ich einen 90-Grad-Winkel noch. Sollen wir mal mit den 3x90 Grad auf 360 Grad machen im Spiegel? Ich will nur ganz kurz hier zu dir, weil wir die 360 Grad haben. Du bist jetzt praktisch der Vierte. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, in der Anzeige, jetzt gehen wir mal in die normale, unsere normale Schreibschrift. Und wenn ich jetzt auch hüben 3 und drüben 3, hast auf der einen Seite 3 Spiegel. Wenn wir jetzt den Vierten drauflegen, der eigentlich abstrakt rot ist, und du wirst jetzt in die Ecke reinschauen, was wir jetzt gemacht haben, musst du wissen, wärst du jetzt in diesen symbolischen Raum und du würdest in diesen 4, in die geschlossene 4 reinschauen, hättest du eine Ecke, die ja hinter dir ist, vor dir. Das klingt so schlimm, dass man es einmal anschaut. Das ist immer mit der Kante, wenn ich jetzt sage, du schaust da drüber, die Ecke, wärst du drin und schaust in den Spiegel, da habe ich ja im Weißenbuch, habe ich da so ein kleines Video gemacht, wo wir dann reingehen, dann ist, wenn du in den Spiegel schaust und du hast die Ecke hinter dir und du schaust in den Spiegel, hast du das hinter dir? Du bist ja nichts, du bist ja nur Geist. Hast du auch einen Spiegel? Wenn wir von oben drauf schauen, siehst du ein Dreieck und du weißt jetzt, wenn ich in die Richtung schaue, sehe ich eigentlich, ich sage immer, intern, extern und das in der Mitte ist L dann. Wenn ich aber jetzt die Markhaber sehe. Das ist plus minus und L ist jetzt Gottes Göttliche, das ist der eigentliche Spiegel. Ja. Und jetzt pass auf, wenn ich jetzt spiegel mal die drei. Ich sage, ich zeichne jetzt ganz einfach einmal
richtig rum, von mir aus gesehen natürlich gespiegelt, eine 3. Ja. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt denken wir uns, da wäre eine Glasachse. Ich mache jetzt das extra so, weil ich nehme an, der nimmt es auf. Ich zeichne eine 3 und ich mache jetzt eine gespiegelte 3 dazu. Jetzt Moment, jetzt kriegst du 8. Ja. Interessant. Mhm. Aber jetzt pass auf, wenn ich jetzt da 3 habe, und da 3 habe, 3 gespiegelt gegenüber, zu der 3 kann die rote 4, die das abschließt, und die 2 roten 4 sind genau diese 8. Das ist doch dann die doppelte T3, oder? Die nicht denkbar sind. Die roten 4 sind die rote 8. Die rote 8, das ist doch dann ist dabei, 3, das ist jetzt die 3 und die 3 symbolisch, und die 2 4 und die 1 sind 8, das ist die große Plus-Minus-Kollektion. Und das? Und das Ganze, dieses 4 plus 4, schreibt sich D, DWD. Das ist David, das ist der Geliebte, aus dem alles entspringt. Jetzt gehen wir wieder ins Hebräische, in die Bibel, da kann er genau die Stellen sagen in der Bibel, wo das drin ist, mit den Formen. Alter Falter. Ich kann nur neugierig, es ist nur ein Hauch, dass ich was, jetzt immer wieder, mir ist bewusst, und das Spiel kenne ich, wenn einer das erste Mal hört, sagt, puch, da komme ich nie mit. Das sind jetzt kleine, aber Michael oder viele, jetzt wenn die studieren, für die ist das sowas von logisch, weil sie jetzt seit 20 Jahren nichts anderes machen, dass sie das Zeug studieren. Und jeder, der jetzt meint, oh, das ist mir zu mühselig, das bringt mir nichts, weil die Schwierigkeit ist, mit dem Zeug kannst du kein Geld verdienen. Was suchst du's? Können wir vielleicht, ziehst du dir einen riesen Arschloch gerade. Der Herr gibt es umsonst. Ja. Und dann gib es, das steht alles in den Offenbarungen drin, vollkommen umsonst. Weißt und wenn du, du meinst, du wirst weitergeben, wen eigentlich? Du kannst immer nur deinen von dir selber geben. Also es ist immer das, was du anbietest, bist du immer dieselbe, im Positiven wie im Negativen. Und wenn du auf Kosten von anderen meinst, jetzt du überfurzt, um dich hervorzuheben, das ist immer so eine Sache, ich lebe es in jeder Kleinigkeit vor, bis in die letzte Konsequenz. Und dann kommst du in einen Zustand, dass dich weltliche Sachen immer mehr interessieren. Es ist nicht einmal, dass du die Welt verändern willst, weil du immer mehr merkst, wie unendlich perfekt und gerecht die ist. Absolut. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und ich kann nicht oft genug sagen, ich mache dich, Geistesfunk, jetzt zum Richter über alles und jeden. Und alle Richtersprüche, die du sprichst, wie was ist richtig und verkehrt, wo du definierst, der ist böse oder der ist gut, die Richtersprüche werden an dir selber vollstreckt, weil ich immer... Genau, wenn du einen ausnimmst, den du ausnimmst, das ist eigentlich nur eine Figur in deinem Traum. Aber das ist dieser Charakter. Ich kann dir das Programm geben, dass du den sein Leben leben musst, so wie du dein jetziges Leben lebst. Und da taucht dann einer auf, der dich ausnimmt. Das heißt, das ist auch dein Leben, das ist bloß ein anderes Buch, wo du liest. Das heißt, alles, was du am anderen tust, was du irgendwann einmal den du was Gutes tust, was du das Leben von den Leben, wo einer in dir auftaucht, der dir was Gutes tust, was du in einer anderen Geschichte selber warst, und jedem, den du was Böses tust, wird irgendjemand in deinem Leben dir was Böses tun, der in dir auftaucht, das nur eine andere Lebensgeschichte ist aus einer anderen Perspektive, die aber alle vom selben Geist gelebt werden, solange bis du begreifst, was die Mitte ist. So funktioniert es, soweit ich das in Basic-Logik ausdrücken kann. Und das ist verstehbar. Die Frage ist bloß, wie wichtig ist der Zweite in dir noch, der das jetzt sofort verwirft oder der sich darauf einlässt. Und ich kann jetzt nochmal nur betonen, alles, was ich dir Geist erzähle, der du jetzt mich Brösel und dem Brösel, der du zu sein glaubst, ausdenkst. Es geht nur, du hast dabei nichts an deiner eigentlichen Rolle, die du spielst, im ersten Moment hast du mal auf jeden Fall zu verändern. Du musst dann einreden, dann ausreden, du musst nicht einmal deinen Charakter verändern. Wenn du Arschloch bist, darfst du weiter Arschloch sein. Aber was ich mir wünsche, ist, dass du irgendwann einmal merkst, dass du das nicht bist. Und in dem Moment, wo du das merkst und immer mehr erkennst, wird dir das dann einmal gelingen, bewusst ein Arschloch zu sein, weil du wirst merken, da sträubt sich alles. Außer du machst das Spiel draus. Dann kann ich durchaus... Aber das ist dann nochmal eine höhere Form von Bewusstsein. Ich kann zum Beispiel perfekt am Land spielen. Soll ich einmal ein Geheimnis verraten, euch Brösel? Weil Brösel kann ja alles erzählen. So blöd, wie ich mir manchmal gibt, bin ich im Wald. Nein. Aber ich habe gemerkt. Ich muss übrigens von vornherein als Udo, wenn jetzt einer kommt, ich sage immer wieder, ich kann überhaupt keine Fremdsprachen, mich interessiert das überhaupt nicht, geschweige denn Englisch. Aber egal, ich bin in der 8. Klasse von der Schule gegangen. Damals zu meiner Zeit, ich rede jetzt Brösel-Udo, hat es ja bloß maximal 9 Schuljahre musstest du haben. Und da ich in der 7. Klasse sitzen geblieben bin, du weißt, die 7 ist der Ruhe doch, und man dachte,
Der Samstag. Hatte ich dann in der 8. Klasse, die Kollektion, hatte ich dann mehr oder weniger meine 9 Schuljahre zusammen. Darum bin ich in die Spiegelung erst gar nicht, in die 9 gar nicht hineingegangen. Merkst du schon die Zahlen? Hochinteressant. Ja, ja. Und zu meiner Zeit hat es zwar schon ganz grob Englisch gegeben, aber... Ja, ich war gerade an dieser Schnappphase, wo zwischen 8 und 9 Schuljahren war. Ich bin noch mit 8 Schuljahren rausgekommen. Ich wäre in der 7. Klasse sitzen geblieben. Ich bin's. Ich bin vom Gymnasium runter und bin auf der Realschule. Und dort habe ich kein Französisch gehabt. Der Französisch-Fünfer hat nicht gezählt. Somit bin ich dort versetzt worden. Und bin in die letzte Klasse gekommen. Oh, ihr seid alle so hochgebildet. Geschichten. Dann bin ich aber auch ohne Abschluss. Es ist immer wieder da, jetzt kommen so Verschiebungen von dem Leben, oder am Film sagen, da kann man das nicht stimmen. Ich sage, lasst euch nicht verwandern, Marsch bitte nennen. Das ist jetzt aber chronologisch, aber weißt, das die Sache. In der Realschule, da haben wir mal Schultoilette gesprengt. Lustige und Sache. Ging der Scheiß bin ich wieder Luft, erinnert ja? worden, dieses Frühjahr, wo wir Klassentreffer gehabt haben. Wir haben Kracher, so, also wir haben im Laden Kracher gehabt. Ich habe Kracher mitgebracht. Klo rein, gespült, jetzt ist der runter und ist im Rohr, im Abflussrohr explodiert. Bumm. Da hat die ganze Schule sich mal gereinigt. Niemand wusste, was los ist. Und jetzt war ich einmal nicht in der Pause. Ich habe da Hausaufgaben machen müssen. Und die andere haben das gemacht. Jetzt schmeißen die den Kracher rein. Der Kracher geht aber nicht runter, sondern der geht im Sifo von der Schultoilette rum und explodiert da drinnen. Und dann hat es die Schüssel verrissen. Hast du einen Scheiß, Kind. Die Jugendsünden. Bruder, weißt du, was mir aufgegangen ist jetzt, mir Geist? Mein Gott, das ist ja sowas, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja, aber schön, das auch mal mein Grund, ohne dich groß zu unterbrechen. Ja. Jetzt zitiere ich einmal Gedanken von mir. Diana und Redo, die sagen, umso mehr du das studierst, richtig intensiv, gibt nur ein allereinziges Wort, das zu beschreiben. Es ist göttlich. Göttlich. Einzige Wort. Was auch immer du dir unter Gott göttlich ist, das Einzige, was das beschreibt. Richtig. Es ist überperfekte Harmonie von unendlich vielen sich widersprechenden Einzelteilen, die lückenlos so ineinander greifen und du kommst in einen Zustand, dass es nur was Schlechtes, nur was Böses, was Unwichtiges überhaupt nicht gibt. Und jetzt schau mal, welche Religion, die du dir ausdenkst, dir das bietet. Es ist alles extrem. Aber weißt du, was ich Geist jetzt verstanden habe? Die Welt wurde nicht irgendwann mal erschaffen, sondern sie wird jetzt erschaffen. Ja, ja. Und du, und Gott erklärt uns genau jetzt, wo er uns erschafft. Genau jetzt, wo er uns erschafft, erklärt er uns auch, wie die Welt aufgebaut ist. Und alles, was die dir erzählen, sie rezitieren. Und immer noch mal die Schwämmchen, diese Physikprofessoren oder die religiösen Fanatiker, egal wen ich jetzt in dieser Metapher nehme, das Baby, den Schwamm. Alles, was die mit einem Riesenfanatismus in ihrer Einseitigkeit hier von sich geben in deinem Traum. Sie würden alles, was sie bekämpfen, genauso von sich geben, wenn man sie als Baby in einem anderen Umfeld programmiert hätte. 100%. Das erfordert diese Riesendemo, dass du irgendwann nochmal aufhörst, Hörnern vorzuwerfen, dass er so ist, wie du in dir denkst oder dass du gegen was ankämpfst, sondern du wirst gerade das würde dich interessieren, was du zurzeit dein Leben lang bekämpft hast, weil du sagst, ich muss ein Dreieck werden, wenn ich ein Kreis bin, wenn ich zum Kegel wandle. Mhm. Weil der Kegel beides gleichzeitig ist und nichts von beiden. Ja. So alte Sätze, ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Die meisten sagen sowohl als auch. Ich sage nein, weder noch. Weder noch. Kreis ist eine Fläche, Dreieck ist eine Fläche jetzt in unserer Vorstellungswelt, Kegel ist ein Körper. Und wenn ich dich frage, ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck, das ist ungefähr so, wenn ich dich sage, ist jetzt ein Auto, ein Reifen, ein Benzinschlauch oder ein Kabelstecker. Weder, noch, aber sowohl alles, als auch und weder noch. Das nennt man ein Usum, ne? Sowohl als Utrum. Auch. Utrum. Entschuldigung, das ist ein Utrum. Weder noch. Ja. Und das ist natürlich dann immer wieder so die Kleinigkeiten, dass du zum Beispiel unda im Lateinischen. Unda heißt ja die Welle. Jetzt machen wir aus dem A hin, wissen wir, die Vokale kann man eh machen. Unde.
Da wirst du feststellen, Undi auf Lateinisch heißt woher. Woher? Jetzt haben wir schon wieder unser Wo. Doppelt aufgespanntes O ist eine wahrgenommene Berechnung, das heißt Berg, woher auch immer. Das kommt woher auch woher immer. Auch immer. Im Meer, woher kommt es eigentlich? Immer, immer aus dem, was immer ist. Das ist das Hebräisch, bringt alles durcheinander. Weil du nämlich das Aleph sowohl als A als auch E. Nein. Gell? Und auch jetzt, als O. Jetzt, und auch als steht O. Das und auch als O. Das ist das Osen, das schreibt sich von dem mit an Aleph. Die zwei Lautlosen, wo ich erklärt habe, die kennen alle Vokalien nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass zum Beispiel, wenn man jetzt mein beliebtes, die Upanishaden, habe ich natürlich nochmal ein paar Vokale dazu gemacht, bei mir ja bloß hier unser A, I, U, U machen. Und da wirst du feststellen, jetzt in den Upanishaden gibt es nochmal eine ganze Palette mehr Vokale. Nicht nur A, I, U, U. Und jetzt haben wir ja, dass wir jetzt die Umlaute, wo wir machen, wir haben ja auch E. Aha. Ganz interessant. Da muss ich bei dem A, wenn ich ein A, ein I dranhänge, dann wird es ja zu einem A mit zwei Pünktchen drüber. Das O mit einem E kann ich Pünktchen drüber machen. Und jetzt im Sanskrit, aber es wird jetzt viel zu weit führen. Ihr merkt, selbst das, wenn ihr meint, ich wäre kompliziert, ist es noch die oberste Oberfläche. Naja, schön klar. Und es geht nicht um das Zerdenken. Darum sage ich, wenn du in dem Moment, wo der Physiker das Wort Atom, das Unteilbare, angefangen hat zu teilen in Protonen, in Neutronen, in Elektronen, und dann geht es dahin, weil du dann immer wieder fragst, und aus was besteht das und aus was besteht das. Und mittlerweile sind es ja bei den Quarks, bei den Up-Quarks und die Down-Quarks. Das Down ist übrigens DO74 gelesen, heißt ja Wissen. Ist WN, Down, ich mache mal das englische Wort, DO74 hebraisiert halt Wissen, ist eine auf, das Wissen von einer aufgespannten Existenz. Das Down-Quark, das Up-Quark ist dann das obere Quark. Und das ist dann, wenn du das jetzt in den Einheitskreis überträgst, aber hört Selbstgespräche. Es gibt nichts, was ich nicht mindestens nach 10 Selbstgesprächen schon gesagt hätte. Aber jetzt müsste ich ja bloß Selbstgespräche. Und ich sage, was meinst du, dass die Leute in jeder freien Minute, wenn sie im Auto sitzen, dann mal ein Selbstgespräch? Immer. Ich fast in jedes Auto, wo ich mitfahre und mich reinsetze, wenn ich ein Autoradio einschalte, quatscht diese Stimme, die mir so auf den Keks geht, ich kann es ja fast nicht mehr hören. Ey. Bis so die Ohren rausläuft, sag ich da. Aber das ist es, es geht nur durch Wiederholen. Immer wieder wiederholen, egal wenn du ein Fachmann wann willst, im Klavieren spielen, im Violin spielen, du musst wiederholen und wiederholen, wiederholen und wiederholen. Es geht nur mit Training. Und gerade diese einfachen Sätze. Und dann wird dir das immer klarer, dass es so ist. Und das ist so dieses Spiegeln. Du bist ja total gehirngewaschen. Gott sei Dank. Was sagst du dann? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und du bist gehirnverdreckt. Ja. Aber ich brauche mich jetzt auch nicht mehr zu fragen, wann die Pyramiden gebaut wurden. Jetzt. Oder? Na jetzt. Eben. Na, wann jetzt was wird die Welt erschaffen. Inge. Und Gott hat uns gesagt, um uns das zu erklären. Inge. Hier und jetzt. Inge. Ja klar. Inge. Wie oft? Nochmal. Ja. Das Beispiel mit dem ersten und mit dem zweiten. Der erste spricht Sachen aus und wenn du die Gedankengänge mitgehst, jeder 13-Jährige ohne irgendeinen Lektor bilden kann, hier und jetzt sofort überprüfen, dass es so ist. Ganz genau. Jetzt denk an, was macht man? Die große Schwierigkeit ist immer wieder auch das Denken, dass wenn du dich beobachtest, ich wiederhole mal ein Beispiel, das habe ich zigfach gebracht. Experimentier mit dir, probier's aus. Ich sage, es wird genauso sein. Du setzt dich jetzt hin, ich sage jetzt du denkst an deinen Körper, du setzt dich hin, machst die Augen zu. Mach das, wenn du alleine bist. Den kannst du jetzt aber gleich mitspielen. Und jetzt machen wir Folgendes, dass du jetzt nacheinander an 25 bis 30 Dinge denkst. Und zwar denkst du dir ein Ding, okay, ein Gegenstand. Und du wirst jetzt feststellen, das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist das Wort. Im Anfang war das Wort. Und jetzt, wenn das Wort in dir drin ist, stellst du dir bei geschlossenen Augen diesen Gegenstand für ungefähr 4-5 Sekunden vor. Und dann denkst du an den nächsten Gegenstand, stellst ihn wieder 4-5 Sekunden vor, denkst den nächsten Gegenstand, mach das bei 25-30 Gegenständen und ich verspreche dir, du musst dabei dich selbst beobachten, wie du das machst. Und das erste große Erkenntnis, wo du kriegst, dass du überhaupt dir nicht raussuchen kannst, was du dir als nächstes denkst. Richtig. Du kommst dann nach dem 5., 6. Gegenstand, förmlich fieberst du und schaust, was als nächstes für ein Wort in dir auftaucht. Ich habe jetzt das Beispiel auf ein paar Selbstgespräche drauf. Ich mache das einmal. Ich denke zum Beispiel an das Wort Alphedon und jetzt baue ich das Bild auf. Jetzt denke ich, jetzt taucht mir das Wort Apfel auf, jetzt baue ich das Bild auf.
Und jetzt muss ich warten, was kommt. Ich habe keinen Einfluss drauf, was als nächstes kommt. Du wirst manchmal als Beobachter schmunzeln, was für ein Scheiß dir einfällt. Das heißt, das Erste, was du jetzt merkst im Anfang, war das Wort. Wir sind im feinstofflichen Bereich. Der Witz ist dasselbe, gilt jetzt gespiegelt in der Außenwelt auch. Bloß, wenn du das jetzt nur im Gedanken bewusst beobachtest, wird dir wirklich klar, du bist nicht in der Lage, irgendein Bild in dir aufzubauen, wenn du nicht, ich rede jetzt nicht vorher, der Witz ist für dich wiederum. Du denkst Eiffelturm und jetzt baust du das Bild auf. Du denkst aber jetzt das Wort Eiffelturm und du baust jetzt das Bild auf. Das heißt, das Wort und das Bild dazugehörige ist wie Wellenberg und Wellendahl. Die sind gleichzeitig da, aber du bist noch im longitudinalen Eiffelturm. Ich mag so. Apfel. Klar? Das ist gleichzeitig. Du musst in die Transversale gehen. Das Wort ist die Grundlage. Ich erzähle dir etwas. Das sind ja noch Zahlen. Im Anfang war das Wort für die Bilder. Da sind wir jetzt in dem Bereich. Jetzt gehen wir in den externen Bereich und plötzlich wirst du feststellen, es ist total gespiegelt. Du schaust jetzt und du siehst ein Auto und du denkst dir Auto. Du siehst Wolken und denkst dir Wolken. Es ist aber auch hier das bloß gespiegelt, dass das Bild da ist, das zu Worten wird. Und probier mit dir und egal was als nächstes kommt, du hast keinen, von wegen, du kannst dir irgendwas raussuchen. Ich habe mal das Speisekartenbeispiel. Der größte Wahn des Menschen, der sich so intellektuell, so intelligent, Freiheit, was ist die Freiheit des Menschen? Solange ich einen Mensch, einen Adam mit einem Enosch verwechsel, mit einem Trockennasenaffe, Baranosch, was ich heute schon erzählt habe, dieser Menschensohn, Enosch, sterblicher Mensch, der außen lebt, im äußeren Bar, Sohn, der außen ist, der Baranosch, dort ist ein Gedanke, der hat keine Freiheit, weil ein Gedanke überhaupt nicht bestimmen kann, wie er ist, das bestimmt der Denker. Aber von den Adam, von Ben Adam, weiß überhaupt keiner was. Und da muss man jetzt rein, immer wieder, umso mehr du Offenbarungen liest, und man kann dann immer wieder so Stellen, wo ich merke, bei vielen, wenn ich jetzt einmal wenn tiefer gehe, ich mache jetzt einmal die Holo-Arithmetik mit den vielen Wundern, da wo jeder das sagt, das ist, verstehe ich nicht. Und dann steht ganz vorne jeder 13., ich kann das verstehen, du musst bloß neugierig werden. Und das sind jetzt etliche, die haben die Welt mit 4-5 Mal durchgearbeitet. Das erste Mal Schock, wenn überfliegen. Und ich sage, du hast so viel Zeit. Lass dich ein und jeden Absatz, den du magst, den gehst du so lange durch, bis du zumindest den Eindruck hast, du hast das verstanden. Und dann gehst du den nächsten Absatz. Zeit spielt keine Rolle. Die Frage ist, wie neugierig bist du? Und dann habe ich aber viele, die dann die ganzen Rechnungen wirklich nachkriegen, haben alles, was da drin ist im Taschenrechner, das ist keine höhere, komplizierte Musik wie in quantenmechanischen Physikbüchern mit irgendwelchen abstrusen Formen, die auch ihren Sinn haben, sondern es ist eigentlich wie in der Mutation Kindergramm, wo ich gesagt habe, da ist nur die Kreisformel drin. Und viele lesen das und sagen, ich komme nicht mit. Habe ich heute Morgen, zappe ich noch schnell rein hier, in den goldenen Schnitt. Und da ist es so, das wird ja meistens dargestellt hier, Wurzel 1 plus nochmal unter dem Wurzelstrich, Wurzel 1 plus nochmal unter dem Wurzelstrich plus 1. Wo du dann kriegst und sagst, was soll das? Ich sag schon, wenn du das anschaust und du weißt, Wurzel ist immer zwei Ergebnisse, hebt sich das eh schon alles aus. Dann die Lorentz-Transformation, das habe ich zigfach schon angesprochen. Solange ich das nicht akzeptiere, dass sobald ich in irgendeiner Formel einen Wurzelbegriff habe, dass das Ergebnis immer nichts ist. Und das wollen die natürlich nicht. Wer die? Die ich mir jetzt ausdenke. Warum wollen die das nicht? Weil ich mir das ganz bewusst so ausdenke. Ja, ganz genau. Es sind wie Figuren in einem Roman, es sind Protagonisten. Aber ich weiß, wieso ich das mache. Hast du es auch schon? Bist du schon nicht? Eigentlich schon. Du hast es bloß vergessen. Ja. Ich sage, ich ist der, der mich jetzt ausdenkt. Denkst du mich aus? Ja. Siehst du, und den Rest muss ich vergessen. Das ist immer wieder, ich bin sonst du. Läuft das Spiel nicht. Und das wirst du dann sein, wenn du aufgehört hast, hat mich ich dann zu glauben, dass du bloß der bist, der du jetzt zu sein glaubst. Ich bin ja auch. Du bist der, der sich ihn ausdenkt. Ich bin ich natürlich auch. Aber nicht nur. Wie ich immer wieder sage, die Gedanken, wenn jeder Gedanke, den du denkst, ob du an einen Trockennasenaffen denkst, an ein Ding denkst, taucht immer in dir auf, wenn du ein träumender Geist bist. Und wenn du jetzt an Trockennasenaffen, an Menschen normal gesprochen denkst, du kannst, den denke ich und den denke ich, du denkst, ich denke an mich, ich denke an Lothar, ich denke an Udo, an egal was. Egal wen ich denke, der ist in dem Moment da, wo ich ihn denke, und es kommt aus mir. Ich schaue es an, ich bin der, der sich es ausdenkt und anschaut in sich selber als Information. Wie kann ich jetzt, wie geistlos bin ich, wenn ich sage, der Gedanke bin ich und der andere bin ich nicht? Und so, wenn du anfängst, dich mit einem einzelnen Gedanken von dir zu wechseln, hast du dich eh schon entheiligt.
Das ist es. Das hört es dir tausendmal über 20 Jahre an und dann wird dir irgendwann nochmal bewusst, was du bist. Und im selben Moment hast du keine Zukunft. Du hast vor nichts und niemandem mehr Angst. Ich denke mir jetzt an Zombie. Wie geistlos ist einer, der sich einen ausdenkt oder was ausdenkt, das nur ist, weil er sich denkt und dann Angst vor seinen eigenen Gedanken hat. Das bist du. Hallo, ich bin's. Schöner Scheiß, ne? Aber es hat dann auch einen Sinn, aber das wäre jetzt alles, es ist immer wieder, wo ich sage, die Unterhaltung ist unheimlich. Wieso macht man eigentlich Romane? Du musst immer wieder schauen, wenn jetzt zum Beispiel in Billig, jetzt rede ich wieder normal raumzeitlich, wenn du in Billig hier so kostenlos Videotheken reingehst, wie, was weiß ich, Netzkino auf YouTube, da gibt es ja ganz auf dem Watchbox, bleib mal in die kostenlosen jetzt. In die kostenlosen sind ja meistens immer, das heißt da mal so BC-Movies, und wenn es ja kostenlos anbuden, die Videotheken-Ladenhüten, da nennen wir das jetzt einmal. Ich bleibe jetzt in einem raumzeitlichen, normal gedachten Modus und du überfliegst da mal diese ganzen, ob das Watchbox ist oder Netflix ist, einfach mal reingehen und schauen, was die für Filme haben. Ist am einfachsten, wenn du hier YouTube machst und dann gehst auf Netzkino, da gibt es nur Watch und ganzer Haufen, aber Netzkino eingeben bei YouTube und dann tust du den Netzkino-Kanal und gehst nur auf Videos. Und dann rasterst du die ab und ich garantiere, das sind 90% Horrorfilme. Es ist wirklich 90% sind irgendwelche drittklassige Horrorfilme. Und das gilt für all diese ganzen kostenlosen Anbieter. Was du dir jetzt ausdenkst. Ich denke mir das aus. Probier's, ob es so ist. Und dann frag dich, warum das so ist. Vielleicht denke ich mir was anderes aus dann. Du kannst dir bloß das ausdenken, was ich mir ausdenke. Aber du kannst mir durchaus die Schwierigkeit und sag dir, die Figuren in deinem Traum können immer bloß das denken, was du denkst, dass sie denken. Wenn du das austauschst, du darfst niemals einen Gedanken von dir verwechseln mit einem eigenständigen Programm. Nee. Da bin ich auch drauf eingegangen. Das muss man verstehen. Das ist jetzt ein Loder, wenn ich jetzt glaube, der Loder zu sein, muss dir klar sein, dass der Udo jetzt in deinem Traum auf deiner Leinwand, in deinem Kopf da sitzt und du glaubst, du bist im Fliegenstall. Und im selben Moment sitze ich jetzt im Traum vom Udo, meinetwegen. Ich denke mir jetzt, dass ich bei mir ganz gemütlich zu Hause sitze. Und dann können auch die Menschen anders sein, weil ich doch immer wieder sage, einer, der sich in Udo, du hast jetzt, wenn du an den Udo denkst, ich meine, jetzt Spitze gibt ja ganz auf dem Udo. Viele, viele Udos und ich meine jetzt ganz gezielt diesen Udo. Und wenn du den denkst, dann sprichst du einen gewissen Charakter zu. Und mit einem anderen Programm, der sich denselben Udo denkt, jetzt optisch, der wird komplett anders interpretiert. Bin ich jetzt der Gute oder der Böse? Das hängt doch von dem ab, der mich ausdenkt. Stimmt oder stimmt? Das heißt, das hängt jetzt eigentlich von dir ab. Jetzt ist es aber natürlich interessant, mach nicht den Fehler, dass du meinst, wenn ich jetzt, du glaubst, dass ich der Gute bin, dass ich nicht der Böse bin, weil dann würdest du mich entheiligen. Das ist so. Ich kann jetzt im Vollmanns sagen, ich bin dann der, nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist bloß ein Gedanke. Du zerstörst mich, wenn du mich nochmal denkst, aber ich werde dich zerstören. Du aber kannst nicht anders sein, nicht, wie ich bin. Nicht, sondern Aufregung, ich mache das, um dir das ewige Leben zu geben. Und das ewige Leben hast du erst in dem Moment, wenn du der bist, der nicht mehr gedacht werden kann. Weil solange du noch jemand bist, der ausgedacht werden kann, bist du zwangsläufig in der Vergänglichkeit. Weil alles, was du dir ausdenkst, wieder vernichtet wird. Genau. Und der Weg, wo ich dich führe, ist in einen Bereich, wo nicht mehr gedacht werden kann. Das ist der Bereich, wo ewig ist. Und solange du noch in dieser primitiven Religionskritik von Himmelreich und Hölle, das ist immer wieder die Frage, was war zuerst da, der Wellenberg, wo möchte ich hin? Das ist in der Matrix auch so ein Fehler, wisst ihr, die rote oder die blaue Pille, die violette. Der sein, der sich beides ausdenkt, der sein, der sich an Träumen Geist ausdenkt, der seine Traumwelt anschaut, auch dieser träumende Geist ist was Ausgedachtes. Und du musst jetzt der werden, der sich an träumenden Geist ausdenkt, der werden, der sich den Denker ausdenkt, der seine Gedanken anschaut. Aber das ist es noch nicht, weil da frage ich dich, wo kommt der her? So muss einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich an Denker ausdenkt, der seine Gedanken anschaut. Und das ist auch, da muss einer da sein, der sich an ausdenkt, der sich wiederum an ausdenkt. Und jetzt merkst du, jetzt kommst du in einen Bereich, wo man keine Unterschiede mehr machen kann. Ich sage immer wieder, ich habe so oft erklärt, es gibt genau 5 Stufen, da bist du im Zentrum unter der 4 vom Tetraeder. Das muss gut sein. Schalt aus. Schalt mich ab. Schalt mich ab. Schalt ab. Ja. Das muss gut sein. Schalt aus.
Schreit mich ab. Schreit mich ab. Ja. Das muss gut sein. Schreit aus. Schreit mich ab. Schreit mich ab.